Juri Czolak, Kapitän vom TSV Steinbach. Endlich der erste Sieg nach zwei Unentschieden gegen Top-Teams, heute gegen Freiburg 2. Ja, wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand, es war heute ein schwieriges Spiel. Ne? Spielerisch haben wir die letzten zwei Wochen gezeigt, dass wir es besser spielen können, aber es war heute ein 6-Punkte-Spiel und uns war die Wichtigkeit, wir waren der Wichtigkeit bewusst. Ne? Im Unterbewusstsein spielt das eine Rolle und ich denke, wir haben verdient gewonnen. Wir haben das Ding gezogen und jetzt war es Zeit, nach den ersten zwei Spielen, wo wir deutlich besser waren, uns zu belohnen. Ich bin froh, dass es heute geklappt hat. Nach dem 1-0 noch einige gute Chancen in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit doch ein bisschen passiv gewesen, oder? Ja, Fußball ist manchmal so. Ne? Du hast deine Chancen. Ich meine, wir haben verdient gewonnen, wir hätten noch höher gewinnen können müssen. Aber wichtig ist einfach, dass wir jetzt den ersten Sieg eingefahren haben. Und das gibt uns Auftrieb für die nächsten Wochen. Björn Merkel, Siegtorschütze zum 2-1. Ist das der Lohn für die ganzen Mühen der ganzen Vorbereitung, der langen Vorbereitung? Ja, auf jeden Fall. Also, wir hätten gerne die anderen zwei Spiele auch gewonnen. Heute war es, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Keiner erwartet, dass wir jetzt in Offenbach oder gegen Kassel einen Unentschieden holen. Hier zu Hause auf jeden Fall gegen Freiburg 3 Punkte. Die waren sehr, sehr wichtig für unser Projekt hier. Freiburger waren durchaus auch spielstark, ne? Haben dagegen gehalten. Warum wart ihr so zurückhaltend in der zweiten Halbzeit? Ja, ich würde mal sagen, wir sind schon in der ersten Halbzeit viel gelaufen, weil auch Freiburg das clever gemacht hat. Die haben uns laufen lassen. Und in der zweiten Halbzeit waren wir, sag ich mal, ein bisschen platt halt. Ne? Aber wie Sie gerade gesagt haben, durch die Mühe und durch die haben wir uns belohnt. Ne? Durch die ganze Lauferei, durch die Arbeit, durchs Kämpfen, durchs untereinander Pushen haben wir dann 2-1 gemacht. Und dann, sag ich mal, nicht verdient gewonnen, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Ne? Daniel Reit, eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit. Ich habe gerade schon zum Björn Merkel gesagt, lange Vorbereitung, hart gearbeitet, 2 Punkte geholt gegen Spitzenteams. Und heute endlich der erste Sieg. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ist ein schönes Gefühl. Wir haben uns heute vorgenommen, 3 Punkte zu holen, weil es gegen direkten Konkurrenten in der Tabelle ging. Und es war sehr wichtig. Die 2 Punkte gegen Kassel und Offenbach waren gut.
auf das Selbstvertrauen, weil wir ordentliche Spiele abgeliefert haben, aber ich sag mal, die wären nicht viel wert gewesen, wenn wir heute keinen Dreier geholt hätten. Und mit dem Dreier heute haben wir uns jetzt an den ersten Nicht-Abstiegsplätzen festgesetzt, sag ich mal, einen Abstand gehalten. Und das war sehr wichtig heute für uns, aber jetzt geht es weiter. Im nächsten Spiel müssen wir weiter punkten und den Abstand immer von Spiel zu Spiel verringern. Ja, du sprichst es gerade an, zwei Auswärtspartien, bevor Ostermontag hier das Heimspiel gegen Pirmasens ansteht. Ja, weiter punkten, oder? Ja, ich glaube, wir müssen uns vor keinem Gegner in der Liga verstecken. Natürlich in Homburg und in Worms wird nicht leicht, aber es gibt hier kein leichtes Spiel. Also wir fahren nach Homburg und natürlich da auch was mitzunehmen, am besten drei Punkte. Und wenn wir so auftreten wie jetzt in den letzten drei Spielen, dann ist da alles möglich.